Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD Version. Ich habe im letzten Part gemerkt, dass direkt mal vorab gesagt, oh, guck mal, wie der Affe knuffig guckt. Nein, das habe ich nicht bemerkt, sondern dass meine Webcam leider ja immer noch ein wenig laggt. Das lässt sich mit der aktuellen Version meines Aufnahmeprogramms nicht beheben. Denn dieses Scheißgedönse wird von Update zu Update einfach immer unbehindert. Ne. Das ist alles Scheiß, der euch gar nicht mehr interessiert und euch genauso hart zum Hals raushängt wie mir. So, das hat jetzt natürlich nicht so gut funktioniert. Gut. Hi. Na, falsches Timing. Ich will kein Herz riskieren mit so einem Scheiß. Nur, der Punkt an der Sache ist, ich werde... Ach du Hurensohn! Ich werde demnächst umsteigen auf ein anderes Programm und eine andere Software. Dazu muss allerdings erstmal eine TV-Karte in den Rechner. Momentan machen wir das alles ja mit einem externen Gerät. Das zwar wunderbar ist, aber das Programm, die Software, die dafür geschrieben wurde, ist leider echt Dreck. Hört ihr das Hop-Hawk-Team? Jungs, ich geb's auf. Ich geb's einfach auf mit euch. So. Also, ich werde die Session hier jetzt noch mit der Laggy-Cam drehen. Ich hoffe, das funktioniert für euch so. Der Punkt daran ist, also ich würde jetzt behaupten, ich lasse die Scheiße drin, denn wenn ich irgendeine Gesichtskirmes habe, dann sieht man das auch mit der Lag-Cam. Dungeon-Karte! Wunderbar, wir wissen alle, was sie tut. Ist allerdings ein sehr schönes Design mit dem Lederrücken, finde ich. Ganz, ganz geil. Bereits besuchte Räume grün, gelbe Pfeil zeigt, wo ich bin. Ja. Schauen wir mit Stockwerk aus. Okay. Chaka. Genau das gleiche sehen wir auf dem Gamepad. Cool. Okay. Der erste Dungeon ist ja eigentlich auch recht linear. Ich meine, da kommen wir nicht hin und da kommen wir nicht hin und die Sachen hängen an der Decke und ich meine, gut, wir könnten uns diesen süßen kleinen Shit hier mal krallen. Das, ja, ich meine, Geld ist ja immer geil. Okay, hallo. Aber ja, wir werden durch das erste Dungeon eigentlich noch recht, recht gut durchgeführt, so von vorne bis hinten. Ich werde den Spruch trotzdem bereuen, denke ich. Hi. Shit, fuck, wer bist du denn? Das ist ein nettes Spielzeug, was du da hast. In HD werde ich dir nochmal viel, viel gewaltiger in den Arsch treten. Die hat echt gerade lustig geguckt. Aber was ist denn das? Haben die etwa Streit? Mann, jetzt können wir ja nicht weiter. Gehen wir einfach zurück. Ich glaube sowieso, der kleine Affe will uns führen. Sollten wir ihm nicht einfach folgen? Ja. Die hat gerade wirklich so geguckt, als wenn sie sagen würde, Kerle. Ja, schön. Also, klein Äffchen. Was da los? Auf die Idee hättest du auch früher kommen können. Hopp. Na, da los. Was ist hier los? Finde ich aber irgendwie ganz nett gemacht, dass wir Bomben-Action und sowas haben. Lass mich mal in Ruhe hier. Wer bist du denn? Ich hätte das jetzt vielleicht ein bisschen spektakulärer machen können, aber irgendwie hatte ich keinen Bock, dass dieser Käfer uns nochmal verfolgt.
endlich draußen. Ich bin wohl ein wenig in die Breite gegangen. Und dann irgendwie nicht mehr da rausgekommen. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank. Also weißt du, ich suche hier etwas. Hast du hier auch etwas zu tun? Dann können wir uns hier eine Weile zusammentun. Wenn du hier raus willst, kann ich dich ganz einfach warpen. Dann kannst du jederzeit in den gleichen Raum zurückkommen. Du siehst, ich kann dir ziemlich nützlich sein. Denk also nicht, ich wäre nur eine Belastung, sondern betrachte mich als Freundin. Du hast die Tante getroffen. Sie warpt dich aus dem Dungeon. Oder dorthin zurück, wo du zuletzt warst. Lege sie auf Y, X oder R, um sie verwenden zu können. Ich schätze, wenn ich mitten in einem Dungeon eine Let's Play Session unterbreche, dürfte diese Dame sehr nützlich sein. Hi. Also ich meine, ich habe sie damals, als ich das Spiel auf Cube oder Wii durchgespielt habe, nicht wirklich benutzt. Aber da gab es ja auch keinen Heldenmodus und da gab es auch keine Let's Plays. Also, yay. Aber ich denke, die sollte schon noch ein bisschen nützlich sein, die Gute. Ich renne hier einfach mal so voll. Bin ich hier irgendwas? Gibt es hier irgendwas Tolles? Ja, da gibt es was Tolles. Ich renne hier einfach mal so lang. Das ist ein wunderschönes Set. Und eine wunderschöne Kiste. Aber. Nö. Und wir sind. Pock. Fick dich, du. Ah. Das ging schnell. Okay. Nix. Gut. Gehen wir hier rein. Schönes Zeug. Blödes Fliegeviech, geh weg. Lass mich in Ruhe. Bist kein Gegner. Kiste. Will ich. Au. Link, mit den Händen anfassen, nicht mit den Augen. Du, sie kleiner Schlüssel öffnet die Türen allerdings nur hier. Finde ich wunderschön, dass in jedem Zelda-Spiel, in dem das so ist, extra diese Beschreibung drin steht. Denn das Einzige, in dem es nicht so ist, war ja immerhin Zelda 1. Da konnte man die Schlüssel ja sogar noch kaufen. Wenn man so gar nicht weitergekommen ist. Wie mit so einem. Ja, jetzt muss ich auch noch die Ballistikkurve berechnen, wie mit so einem Granatwerfer. Macht mir egal. Fast getroffen. Blödes Scheißvieh. Ach, egal. Komm hier. Das geht noch. Das geht noch. Das geht noch. Yay. So im letzten Moment kurz wieder Mut bekommen. Hängt die? Nein. Gut. Kein Gegner respawn. Sehr praktisch. Schaut mal, was ist da Tolles? Das sehe ich ja gerade jetzt erst. Da hatte ich mich vorher ja gar nicht mehr dran erinnert. Hallo, was bist du denn? Was? Ich habe mich zwar schon gefragt, wo wir die Stempel aus diesem Spiel herbekommen, denn wir haben ja eine Stempelanzeige im Menü. Aber, well, was gab's denn vorher? Das weiß ich gar nicht mehr. Was gab's hier vorher? Herzteil, Geld? Ich weiß es nicht mehr. Du hast den Stempel Hylianisch A erhalten. Deine Stempel kannst du im Ausrüstungsbildschirm ansehen. Schön. Das ist ganz nice. Also, ja, es gibt verschiedene hylianische Alphabete, meine ich. Also, wir haben anscheinend jetzt auch ein deutsches, also, beziehungsweise ein lateinisches Alphabet. Das ursprüngliche Hylianisch aus
aus Zelda Ocarina of Time war noch an Silben angelehnt. Fand ich auch sehr cool. Ups, hallo. Aber anscheinend können wir jetzt auch in allen möglichen Sprachen Hylianisch schreiben, denn ich denke mal, es gibt natürlich für jede Übersetzung des Spiels dann andere Stempel. Sehr cool. Was ist das da los? Ist das dein Lover? Ja, gut. Ja, also. Ohne Scheiß, sie hätten die Brücke auch einfach einkrachen lassen können, wenn er draufsteht. Pock! Komm schon! Bam! Mit Köpfchen muss der Held arbeiten. Was wollt ihr denn? Boots! Ihr Bastard! So geht das. In your guts. Bei diesen Billo-Gegnern können wir leider nicht unseren wunderschönen Taunt einsetzen. Nicht, dass ich es nicht schon probiert hätte. Die Spinnen, beziehungsweise die Spinne, die es im ersten Raum gibt, die ist ein bisschen dicker als die scheiß Dinger, die an der Decke hängen. Dass das wirklich der erste Gegner ist, bei dem das funktioniert, habe ich ja fast ganz vergessen. Was mache ich hiermit? Warum? Ja, Oh, ja! Bei Pokémon würde ich mich jetzt darüber aufregen, dass hier kein verstecktes Item war oder sowas. Leute, first rule of game design. Alles braucht einen Sinn und Zweck. Und sei es nur der, um mich zu verwirren. Glaube ich. Schön, wir haben einen Affen. Also, mittlerweile zwei. Wir haben einen weiteren Affen. Das ist gut. Das, alles klar. Dann, schön. Äffchen. Wupp. Äffchen dahin. Ja, braves Äffchen dahin. So nenne ich es. Äffchen dahin. In einem Wort. Gibt's hier was Tolles? Nö. Okay. Klick. Mhm. Du Schurenvieh, du Deutschen! Bleh. Oh, okay. Taunt. Sehr nice. Fuck bist du denn? Zeig dir so freundlich den Weg. Der wollte nur, dass du seine Freunde rettest. Na gut, wir müssen ihnen wohl irgendwie helfen. Kann man wohl nichts machen. Ja, Mietner gibt mir keine Infos zu Gegnern, sondern einfach nur, ja, genau, ihren normalen Scheiß. Schade eigentlich. Ich meine, gut, zu Bossgegnern gibt sie mir Infos, aber das ist auch an den Raum gebunden. Soll heißen, Mietner ist immer noch nicht fähig, meine Zielanvisierung zu deuten. Hat man irgendwie auch irgendwie gar nicht versucht. Finde ich aber auch irgendwo okay. Ich meine, wenn sie dir jeden Scheiß erklärt, dann wäre sie wohl nicht besser als Navi. Ehrlich gesagt, ich mochte, da können wir nicht drüber springen. Dann würde uns dieser Bastard da unten fangen, meine ich. Nee, Moment, der fängt uns. Der fängt und frisst uns. Das geht. Wupp!
du gefräßiger Bastard. Dass den Gegnern in Zelda Bomben immer so super gut schmecken müssen. Joa, gut, das ist gut, das ist sehr schön. Das ist eine weitere Stelle mit einer Bombe. Klick, das ist so wunderschön, dass das Ziel anvisieren einfach dahin swappt. Ja, okay. Kann ich da gefahrlos rüberspringen? Ja, das geht. Danke. Gut. Darf ich dann mal hier rein? Okay. Noch ein Äffchen! Dies nimmt ja gar kein Ende. Ich werde 6 Äffchen fangen. Und dann werde ich mit ihnen Pokémon-Meister werden. Oh. Du, fuck man, was bist du? Ne diebische Elsterpflanze? Ja, genau du. Komm her. Ja, und? Huh. Ich bewege mich radial, die Schwachstelle von allen möglichen Gegnern in diesem Spiel. Hä? Was willst du mit deinem fetten Mistkiefer? Hä? Was willst du, hä? Komm, na komm her. Der letzte Ausweg dieser Pflanze. Ey, was passiert, wenn ich einen Krug da reinwerfe? Hätte ja funktionieren können. Wäre lustig gewesen. Yay! Bom! Yo! Feines Bäuerchen. Schön. Danke. Der ist ja schön glitzernd. Muss aus Weißgold sein. Aufheben. Und direkt wieder matt geworden. Das ist ja ein kleiner Schlüssel. Öffnet wiederum Türen. Welche sich direkt hier befindet, hätte man auch irgendwie in einem Trigger-Event machen können. Link ist auch einfach Hulk, so dass er die Türen hier wunderbar wegschieben kann. Aber finde ich auch an. Finde ich aber ganz geil gemacht. Ich meine, massive Türen gehören irgendwie zu Zelda-Tempeln. Und früher sind die ja einfach quasi, ich meine, er stand davor, guckt sie lieb an und dann sind die einfach aufgegangen. Und dass er sie jetzt wenigstens noch anruckt, so als wenn die halt, naja, als wenn sie halt alt sind und dass die Dinger erst mit einem, nein, au, Ruck wieder in Gang gesetzt werden müssen, finde ich sehr cool. Hopp, rein mit dir. Ja, ja, nom, 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 nom. Das, ja, Gegner mögen Bomben. Wir haben es begriffen. Okay, das. Da können wir lang. Ja, Moment. Ich will diese Kiste noch holen. Ich habe sie nicht vergessen. Keine Sorge. Wo bist du überhaupt? Ein Herzteil. Sammle 3 weitere und du erhältst ein zusätzliches Herz. Das finde ich sehr irritierend, dass es in diesem Spiel doch tatsächlich 5 Herzteile braucht. Ich weiß nicht, was sie geraucht haben, um das spontan zu beschließen, aber meine Güte. Gut, es ist auch ein Spiel, es gibt hier ein bisschen mehr, ein paar mehr Bossgegner. Ja. Also kann man hier auch ein paar mehr Herzteile reinpacken, keine Ahnung. Damit es schwieriger ist, ein Herz zusammen zu kratzen, whatever. Moment, das bringt hier gar nichts.
Das bringt hier sowieso... Nein, das bringt so überhaupt nichts. Nö. Nein, das, nein, tut mir leid, das bringt nichts. Ach nee. Hallo, Affe. Okay, wir haben ein Äffchen befreit. Und dort vorne... kriegen wir das frei. Fürchte nicht. Nein. Doch! Hat jetzt zwar erstmal Aua gemacht, aber ging noch. Gut. Das, okay. Oh, fuck. Der Raum. Noch ein Äffchen. Hell yeah. Scheiße, welcher Hurensohn hat eigentlich alle Affen eingesperrt? Der große Affe? Der weiß noch nicht mal, was ein Schlüssel ist. Vollidiot. Okay. Den Trick kennen wir ja schon. Pock. Wie praktisch, dass diese Kiste richtig rumgelandet ist. Denn ansonsten wären wir wohl nie an diesen Schlüssel gekommen. Den Link kennt nichts anderes. Okay. Als Kisten aufmachen und Items kriegen. Ja, okay, gut. Wir haben ein wenig Überlänge gemacht. Okay. Das, ich denke mal, das ist aber verkraftbar. Ach, da unten rechts, das ist der Slot für die Tante. Cool. Cool. Okay. Hat mich schon gewundert, was das für ein Extra-Slot sein soll. Die Tante ist ja schließlich ein temporäres Item. Also kann man die da unten auch reinballern. Finde ich nicht schlecht. Wir machen hier also wie gesagt Ende. Ihr könnt gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Vergesst Korinator und Malek und Facebook und Twitter nicht. Ja, okay, alles klar. Wir sehen uns hoffentlich morgen. Und weiterhin viel Spaß auf YouTube und oder unserem Kanal. Blank out.